Wie auch immer, herzlich willkommen in der dritten Folge Lean und Phallus gegen Clanmates, Cool Jacko und Flash, der Flash, Hi Diamond, ziemlich gute Spieler, beide. Ja, wir haben jetzt zweimal eine Klatsche kassiert in der ersten Runde, because of extremely lag, und in der zweiten Runde, because of, ja, die waren halt richtig gut, mit Hellion Ling sind wir da. Ja. Das sah schon so danach aus, ja. Ich habe zwar noch nicht Go gesagt, aber egal, das ist ja auf jeden Fall Go. Ab geht da. Vielleicht können wir ja wenigstens einen Sieg holen. Ja klar, Doppel-Zerg, ne? Terran Zerg ist auch eins der besten Teams überhaupt. Vor allem Hellion Ling kann man so gut wie gar nicht kosteneffektiv halten. Kann man nicht. Du gehst da zu 90% immer mit dem Nachteil raus. Süßes. Nur so. Ah ja gut, was machen wir jetzt? Kneckerband. Kneckerband. Ja gut. Also ich mach Linger und du Roaches. Das ist die älteste von allen Strategien. Mit der wir mal Master geworden sind. Ja. Das ist wahr. Es war zwar noch zu Wings of Liberty, aber... Da gab es auch mehr Kneckerwände, muss man dazu sagen. Ja. So. Ja, gegen Clanmates ist natürlich auch die große Herausforderung, weil die ja genau wissen, was unsere Spielstile sind und wie wir spielen. Die können uns da genau aushebeln. Soll ja auch Spaß machen. Und jetzt, wo es nicht mehr leckt, macht es das auch. Ich komme da hinten nicht klar. Worauf? Was denn? Alles. Alles. Ist nicht einfach, ne? Scouting Overlord. Ja. Overlord schon wieder. Mhm. Boah. Also wieder Terran Zerg. Mhm. Da könnte ich ja schon fast aufdrohen und schon mal die Banelinge vorbereiten. Dass du da so viel mit Linken bist, ne? Ja. Ist eine nette Sache, aber er hat den Overlord da stehen und wird es sehen. Ja, ja. Ich weiß. Und sich darauf vorbereiten. Ja, ja. Das war echt nicht so gut. Überraschungseffekt down. Ja. UC? Ja, hatte sowieso gescoutet bei mir mit dem SCV. Das würde ich nicht Schneckerband wollen. Ach so, nein, das nicht. You know what I mean? Was jetzt? Wo das rum ist? Ja, vorne durch. Okay.
Gediegener Bruch. Außerdem können wir trotzdem machen. Und du gehst mit den Roaches nach hinten zur Kneckerwand und ich lenk vorne ab. Soll ich? Ja. Können wir trotzdem, weil vorne baut er jetzt die ganzen Bunker auf und alles, ne? Mhm. Bleib mal erstmal außer Overlord Range, bis das du da genug Roaches hast. Hab ich. Und dann drück ihn rein. Also auch nicht zu lange warten. Zeig mal, wie viel hast du da jetzt? Reichlich. Ja, damit kannst du auf jeden Fall dann schon mal ein Go machen. So, ich mache mir ein Defensive Spine in der Base, für den Fall der Fälle. Ein Defensive Spore auch. Hab dafür ein bisschen nachgedroht, mir eine Echse geholt. Das müsste eigentlich klar gehen. So. So, bist du drauf oder was? Mhm. Schick sie drauf. Ja gut, dann greife ich jetzt vorne an. Ah, Aliens. Gut. Ich bin gleich sogar durch. Okay, dann komme ich jetzt nach hinten. Und rein. Ja, ich komme jetzt auch dahin. Ah, geh hinten rum. Ja, perfekt, perfekt. Richtig gut. Ja. Ja, ich komme jetzt von hinten drauf. Halt ein bisschen aus noch. Ja genau, schönes Micro. Hier Narian, surrounded. Nein, ich dachte, du kommst mit. Ach so. Ich dachte, du schaffst alleine. Einheit, nein, nein, nein. Ich will zum nächsten gehen, Hellions killen. Geh mal mit deiner... Kommst du klar? Logisch. Gut. Gut. Gut, 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 gut. Direkt so machen. Ja. Ja, GG. Ja, siehst du, geht trotzdem. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir konnten unsere Ehre zumindest einigermaßen noch halten. Durch den 2-1-Sieg haben die beiden trotzdem gewonnen. Also für alle, die sagen... Wobei die erste Runde war die Leckungenrunde. Ja, ja, gut. Richtig. Und mit Lex kann ich überhaupt nicht spielen. Ja, wir hoffen trotzdem, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann zu den regulären Folgen oder den Casts oder was auch immer wieder. Tschüss. Tschüss.